So, nach der unglaublichen Cutscene geht es jetzt auch schon wieder weiter mit dem Deppen. Meine Güte, ja. Ja, was denn? Nix, das war total unauffällig. Das hat keiner gemerkt. Ja, ich muss hier ja eh später wieder alles zusammenschneiden, weil ja die Uploadweise ultra alt ist und vom Aufnehmen her nicht gerade das Einfachste ist. Na gut, dann reden wir hier mal mit dem Kerl. So. Greetings, honored traveler. I am Jaren, Lord of Lutgolain, and I bid you welcome to my fair port city. I'm glad to know that once again, caravans are free to travel through the Western Pass. For some time now, we have been under siege by an evil power that I cannot identify. Strange, it all began when a dark wanderer came this way, looking for the tomb of Tal'Rasha. No one knows exactly where Tal'Rasha, Keeper of Bale, is entombed, but it is certain to be far out in the desert. Now my people whisper tales of the dead rising from their tombs, and horrible creatures lurking amongst the moonlit dunes. Even I have witnessed things which I cannot explain. I've ordered the port closed and all trade ships moored until I am sure that my city is safe. Atma, the tavern keeper, has an important mission for you. Go see her immediately. You'll find her on the other side of town. Oh. Now I must return to the palace. I apologize, but I can't invite you in. Things are rather a mess right now. Okay. Dann suchen wir mal die Taverne. Wollte doch den Palast sehen. Ach, scheiße auf den Palast. Was willst du im Palast? Palast warten bestimmt wieder nur irgendwelche Endboss auf uns. Nee, muss nicht sein. Da gibt es bestimmt Palästinenser. Yes. Ach Gott. Ich frag mal hier den Typen hier, was er hier für ein tolles Ausrufezeichen hier hat. You may not pass. Ach. Wow. Du, das hat sich echt gelohnt. Nicht vorbei. Sozusagen. Atma, du bist zu Atma. Atma ja, die Atma. Ist da hinten irgendwo. Hallo, hallo. Ja, da ist er. Hey, Atma. I don't expect this of you. Hey. Tell me your troubles. Evil has laid siege to Lutgolain. And you may be our last hope. The creature makes its lair in the tunnels beneath the city. He butchered my husband and son. I simply cannot bear to talk about it. Okay. Jetzt bei dir irgendwas gesagt, großartig? Nicht viel. Außer, dass wir halt in die Kanalisation gehen sollen und so weiter. Der Kerl erzählt hier. Hey, you're a barbarian, aren't you? Ferocious as the wild beasts of the north, that's what they say. I suppose you've come to help save this city. Well, you needn't bother. Gray seems to have this place locked down nice and tight. Not that I couldn't have done the same. I've proven my valor in combat plenty of times. Ja, das ist ja schön für ihn. Gibt's wieder Scrolls. Erstmal hier wieder zurechtfinden überall. Hier gibt's auch schön große Heiltränke, die nur 90 Gold kosten. I make port runs around the Twin Seas and occasionally out to Kingsport in Westmarch. I haven't sailed anywhere lately, though. Jaren has ordered me to stay docked here in case of emergency. Okay. Jetzt versuche ich hier wieder zum Zentrum zu kommen. Das ist ja auch hier alles halbwegs eingemauert. Wollte ich doch mal kurz gucken, ob hier auch tatsächlich das Gold mitgekommen ist. Ja, ist mitgekommen, sehr schön. Hier hat ganz brauchbare Gegenstände. Brauchbare Gegenstände. I know ancient religions. I was trained as a paladin of Zakharum in the Eastern Koras Temple many years ago. Du sollst mir nicht irgendwas vom Pferd erzählen, du sollst mit mir handeln. Aha, da sehen die Gegenstände schon ganz anders aus, ne? Defense 91. Was ist sowas? Ist das eine Einheit? Rüstung. Okay. Da habe ich noch gar nicht drauf geguckt. Ich war jetzt bei den Waffen. Mhm. 917. Was macht denn nur besser als 917? Ja, das ist doof. Nee. Und was ist das hier? 9 bis 14.
Minus 14 ist schon nicht verkehrt. Nehme ich mal eins hier. Kaufst du aus demselben Stack wie ich? Ja, ja. Ich dachte, die wären für auch hier verschieden. Nee, hier noch. Dann nehme ich mal den Morgenstern da. Hatte ich auch überlegt. Aber dann dachte ich mir so, nee. Ja, aber die ich eigentlich dann auch haben wollte, war dann weg. Weiß gar nicht warum. War dann die Auswahl nicht mehr ganz so groß. Ja, shit happens und so. Ja, passiert. Welche Rüstung denn noch, die ich mal tragen könnte? Sachen, Handschuhe. So. Habe ich neue Schwerter, jetzt mal wesentlich mehr Schaden. Dann hole ich nochmal Gold aus der Truhe, dann kann ich vielleicht auch neue Rüstung kaufen, wenn schon, denn schon. Hätte ich das Gold gar nicht ablegen müssen. Egal. Passiert. Good day. Warum ist das jetzt grau und so viel besser als meins? Ich habe keine Ahnung. Der Helm hier, 30 Defensive, ne? Und 13 nochmal extra Defensive. Und meine hat gerade mal 13. Da komm, ich nehme den mal hier mit dem Sockel. Außerdem kostet mit Sockel hier. Kostet der graue, kostet 2000, das wäre dann doch zu viel. Die Gürtel sind immer noch scheiße. Ja. Handschuhe kann man mitnehmen. Ja, klau mir wieder die Handschuhe. Ja, wusste ich ja nicht, dass du so schnell bist hier und oh, so langsam. Ja, ich überlege doch, du weißt doch, wie das ist. Ja, dann nehme ich die hier. Nicht lange überlegen, einfach kaufen. Nee. Siehst, Werte sind höher als das, was ich habe. Ha? Kein Wunder, dass du 3 Stunden lang einfach mal in der Gegend rumstehst und mit einem Level hinterherhängst. Yes. Du weißt ja, dass ich hier langsam bin in solchen Dingern. Ja, ich merke das schon. Meine Güte, die Schuhe sind dieselben, die ich habe, toll. So, ich sehe schon mehr aus wie eine Metalldose. Sieht immer noch gleich aus, finde ich. Nö, optisch ein bisschen anders, aber nicht viel. So, wo geht's denn jetzt hier raus? Da geht's ab nach unten. Na, dann mal rein in die gute Stube. Das sieht doch einladend aus. Ja. Oh, ja. Oh. Machen die Schaden. Ich tank die Scheiße. Das glaube ich. Was ist das für ein Strichmännchen? Strichmännchen. Herbe tot, yes. Erste Mobgruppe und tot. Oh Gott. Nur weil du mir so die Sachen klaust hier. Ja, ich mit den besseren Items bin tot. Ja, und ich überlebe, obwohl ich tank ja jetzt auch so ein bisschen hier halt. Ich gehe ja jetzt in die Tank-Skills. Ja. Du hast ja nicht mein Geld aufgesammelt. Oh, kann sein, habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Doch, nee, hab ich, oder? Okay. Ich hab's. Ich hab mich jetzt hier nur darauf konzentriert, mich hier durchzuhauen. Ja, also halt, weil es kein Aufsammelgeräusch gemacht hat, deswegen war ich verwirrt. Hm. Hier geht's schon nach unten, aber ich glaube, wir gucken jetzt geht lieber mal. Mit diesem Live-Rack jetzt hier geht's. Der hat nicht mehr, also ich hab nicht mehr ganz noch so. Nicht nach unten gehen, ne? Die Panik jetzt mit den Heiltränken. Ja, ich schon, ich immer noch. Ich glaube, jetzt ist es sinnvoll, wenn wir wirklich wieder hier rumdoktern und nach Sachen gucken und sterben, weil ich langsam bin. Ach. Okay. Okay. Deswegen, wenn wir jetzt zu schnell nach unten gehen, haben wir wieder keine Chance. Ja. Das war dann echt fies. Sind jetzt hier noch da
Eingang ist, würde ich sagen. Machen hier und wie viele das auch sind, meine Güte. Echt mega uncool. Ich bin doch schon wieder tot. Hau mir nicht mein Gold. Nee, würde ich nicht tun. Jetzt abgeben sollen, dass man 20.000, die ich hatte. Ja, jetzt ist davon natürlich ein bisschen was verloren gegangen, ne? Ja. Ein bisschen was immer abgezogen wird, wenn man stirbt. Deswegen habe ich mein Gold da jetzt auch noch liegen gelassen. Waren das 6.000? Dann habe ich sie aufgesammelt. Ja, kann sein. Dann habe ich sie jetzt in Sicherheit gebracht, denn ich bin rausgelaufen. Bring das eben in die Truhe. Wo ist die Truhe denn? In diesem Mittelkreis da oder wo hat man die jetzt? Ne, in dem Mittelkreis, genau. Okay. Dann habe ich das jetzt einfach mal gesichert. Das ist nett von dir. Bestimmt werde ich sie vergessen. Irgendwann. Was ist denn? Oh, wie viel Gold habe ich denn hier? Ja. Schreib's auf die Rechnung, dass ich dir 6 schulde. 6 Gold. Ist nichts raus. Boah, das ist einfrieren. Kotzt mich so an. Das glaubst du gar nicht. Kotzt es richtig. Naja. Richtig dickflüssig. Stell den Mana-Trank. Ich mach leider noch keinen Schaden, wenn ich hier rumspringe. Das ist natürlich ein bisschen schade. Keine Chance, die stehen da so eng beieinander. Ja, die sind da gerade echt unfair. Dass ich so viel Schaden reinkriege. Oh. Muss ich ja schon fast die Diablo 1-Taktik anwenden. Einen habe ich. Oh. Eintöten. Ist es denn die Diablo 1 Taktik? Die Diablo 1 Taktik ist Mobs bis zur Tür ziehen, immer reinrennen und wieder rausrennen. Ach du großer Gott. Mhm. Versuch auf den Seltenen hier zu dingsen. Weil ich habe so viel Schaden. Und der heilt sich auch noch hoch, du meine Güte. Das heißt, wir müssen erst die drumherum wegmachen. Teile drumherum wegmachen, ja. Ja. Wenn sie. Würde ich damit nicht einfrieren, weil das Ganze. Gib dir mal die mehr Schaden. Ups. Da kam ich nicht mal zu meinen Sachen hin. Nicht nett. Nee, nicht nett. Halt, das sind Untote, ne? Ja. Sind Skelette. Holy Bolt! Holy Bolt! Das hat nicht funktioniert! Wir schaffen das noch. Irgendwann, früher oder später. Los, wieder zurück, wir brauchen mehr Level. Wir können nichts. Wie? Da stand doch Travel West. Oh. Ja, dann kannst du das ja machen, aber ich nicht. Ich bleibe hier. Schön ist, ich hatte jetzt 2 Leichen und ich weiß ja nicht, wo die andere Leiche von mir ist. Da. Okay. Wenigstens sehe ich jetzt, wo meine Leiche ist. Ist nicht mehr in den ganzen Gemenge. So. Habst du das Gefühl, es ist gut? Ja, wir haben halt gerade echt Pech mit den Ramobs. Ich brauche mal ein bisschen Gold von mir, damit ich mir Heiltränke kaufen kann. Macht den aber auch keinen Schaden.